Das war ein prima Anfang. Papa und sein Handy. Einfach Kacke. Dabei mussten wir nur wegen Papa in die Berge fahren. Als wir ankamen, war es irgendwie so merkwürdig. Es war hier so ruhig. Papa meinte, es riecht hier so wie früher. Das war er nun, der bayerische Wald, von dem Papa so toll geredet hatte. Ob ich mich da alleine reingetraut hätte? Papa sagte, es gibt keine Geister. Dieser Wald sah aber irgendwie so anders aus. Als der Wald Obelix hinter mir ging, kam es mir wirklich so vor, als würde mir ein Waldgeist folgen. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da der Peter reingefallen ist. Der Waldgeist hat ihn aufgefangen. Den Peter kennt's ja, habt ihr schon gehört davon, ja. Merkt ihr, wie kühl das ist da? Ich versuchte mir vorzustellen, wie Peter als Wassertropfen durch ganz schmale Ritzen geflossen war. Und dahinter ein geheimnisvolles Reich gefunden hatte, wo sonst niemand hinkommen kann. Warum sind da Steine auf dem Berg? Vor ganz, ganz langer Zeit, da wollte der Teufel einen Schatz verstecken. Also unter den Steinen ist ein Schatz? Unter den Steinen ist ein Schatz, ganz genau. Vielleicht finden wir den ja. Dass es werden darf. Wald ist ja praktisch Veränderung. Wald ist nie gleich. Und das kriegst du halt hier so schön mit. Der bayerische Wald, der ist Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht umsonst grün. Lene, ich hab was Cooles entdeckt. Sowas hast du noch nicht gesehen. Hey, guck mal, was sie denn macht. Ah. Ih, der kackt gerade, guck mal. Die müssen auch mal kacken. Ja. Ich fand, dass der ohne Handyurlaub Papa richtig gut tat. Und uns auch. Erst hatte ich gar nicht geglaubt, dass man im Wald so viel Spaß haben kann. Und sogar echte Geheimnisse entdeckt. Kommt ihr mit?